Spieltag 2, Aachen zu Hause am Tivoli gegen den ersten SC Feucht eSports. Wir gehen direkt rein in die erste Situation, 15. Minute, Angriff über die linke Seite von Feucht, schöner Pass in die Spitze, sieht er ihn drüben, er legt ihn rüber, wunderbar gemacht, schön abgelegt und dann konnte er ihn, brauchte er nur noch reinschieben, 1:0 für den ersten SC Feucht eSports, aber Aachen über die rechte Seite, schöner Pass in die Mitte, er macht noch ein Schlenkerle, da wird er wieder abgeblockt, der Ball und der Kopfball, wunderbar, kommt reingeflogen und macht ihn einfach rein. Da lag der Ball frei in der Luft, die Chance hat er genutzt und wir sehen wieder Feucht über die rechte Seite, Doppelpass, der geht fast einen Ticken zu weit, aber es kommt noch an, Pass in die Mitte, Spitze, oh, schön durchgesteckt, da ist aber auch ganz schön viel Platz. Und dann in die lange Ecke, 2:1 für den SC Feucht. Da gibt es Grund zu jubeln. Weiter geht's. Feucht wieder über die rechte Seite. Flanke nach außen. Legt er ihn rein, er legt ihn rein. Aachener kommt noch dazwischen. Nachschuss. Uiuiui, den hat er wunderbar geklärt, der Verteidiger. Zur Ecke. Die Ecke kommt direkt rein. Und wird reingelegt. Langer Pfosten, Latte, Nachschuss. Was ist denn hier los? Jetzt ist Maria. Das ist aber auch ein Spiel, wunderbar. Und ach, mit dem langen Schuss. Junge, gut gehalten. Sehr schön gemacht. Feucht über die rechte Seite. Jetzt ein bisschen Ruhe im Spiel. Aachen, da sind viele hinten. Lange Flanke an den zweiten Pfosten. Kommt er noch dran? Hey, was ist denn hier los? Er hat ihn doch eigentlich. Aber 3:1 Feucht. Und Aachen setzt nochmal nach. 76. Minute, lange Ecke. Schön gemacht. Wunderbar. Aachen wieder am Drücker. 3:2 steht es. Immer noch Feucht. Was ist hier los? Hui da. Da muss man auch nicht so gegen sprinten. 3:3, 19. Minute. Geht hier noch was? Feucht über die rechte Seite. Bringt den Ball rein. Abschluss. Kurze Ecke. Er ist drinne. Mit dem Sekundenschluss. Pfiff. Das 4:3 für SC Feucht. Was für ein Spiel. Was für Szenen. Wunderbar.